Also durch die Wesermarsch hier, dieses ist ja das Gebiet zwischen Hunte, Weser und ja, Hunte, Weser, Nordsee, ziehen hunderte Störche jedes Jahr, also regelmäßig. Und in diesem Jahr ist es ganz besonders, sie überfliegen das nicht nur, sondern sie bleiben hier und fressen die Mäuse. Wir haben in diesem Jahr ein ganz starkes Feldmauspopulation, die ja, die Lieblingsspeise der Störche ist. Und die ja, können da unheimlich viele von fressen und nutzen das natürlich. Vielleicht nutzen sie es einfach nur länger jetzt, noch einen Monat länger, um dann weiter in den Süden zu fliegen. Bei dieser Gruppe von Störchen handelt es sich um eine Gruppe ziehender Störche aus Schweden, die jetzt hier entweder Zwischenstationen gemacht haben oder Rast für den Winter. Die Jahreszeit ist was Besonderes, weil im Oktober sind normalerweise die Störche weg. Einige Störche gibt es natürlich auch in der Wesermarsch im Winter, aber solche Gruppen mit über 30 Stück, das ist schon eine Besonderheit. Die Störche könnten durchaus hier auch in der Marsch überwintern. Und in Deutschland überwintern derzeit mehrere tausend Störche schon. Das ist also in den letzten Jahren mehr geworden. Die haben kein Problem mit der Kälte, sondern eigentlich immer nur mit der Nahrung. Aber hier oben, küstennah zur Nordsee, friert es im Winter eigentlich nicht so viel. Um 0 Grad, manchmal eben drüber. Und das ist für einen Storch nichts. Da kann er also auch noch seine Mäuse kriegen und in der Regel auch noch den ganzen Winter Würmer. Meistens bis Weihnachten sind Würmer überhaupt kein Thema. Schwedische Störche ist was Besonderes, weil in Schweden waren die Störche ausgestorben. Sie waren ganz weg und man hat sie dort wieder angesiedelt. Und man hat sie in Volieren gezüchtet und hat sie dann die Jungen immer freigelassen. Jedes Jahr so ungefähr 100 Stück. Und diese machen sich jedes Jahr auf den Weg. Und fast immer unterschiedlich. Mal fliegen sie über Polen weg, mal fliegen sie hier über Norddeutschland weg. Also es ist immer unterschiedlich.